Wir wollen diese Veranstaltung nutzen, um Ihnen Grundinformationen zum Thema Prävention von Hautkrebs, aber was gibt es Neues an Therapie und an Diagnostik, einmal darzustellen. Wenn Sie einmal hier sehen, Hautkrebs, vermeidbares Problem, stelle ich Ihnen einmal kurz vor. Vergessen Sie immer nicht, das erzähle ich vielen, wir haben einen riesen Vorteil in der Dermatologie. Wir sehen das Organ. Das ist ein ganz, ganz großes Plus. Das heißt, Sie können wirklich jeden Tag sich das angucken, was Ihnen da so auf der Haut wächst. Das ist der sogenannte schwarze Hautkrebs, den viele kennen. Das Melanom, bösartigste Krebs, den der Mensch überhaupt bekommen kann. Also generell von allen Tumorarten. Und wenn Sie einmal vorne rechts unten gucken, dann ist das ein frühes malignes Melanom, das meist zu 100% überlebt wird. Wenn Sie dann aber nochmal 2 Jahre warten, dann sind Sie oben links und dann ist es ein fortgeschrittenes Melanom, das nur noch von 30% der Patienten überlebt wird. Aber trotzdem haben Sie dazwischen einige Jahre, wo Sie reagieren können. Was sind eigentlich die gefährdeten Personen? Das können Sie genau hier sehen. Es hängt von den sogenannten Hauttypen ab. Wir haben hier einmal aufgelistet die 4 Hauttypen, die primär in Europa vorkommen. Es gibt insgesamt 6 Hauttypen. Und wenn Sie diesen Hauttyp 1 oder 2 haben, das heißt also rote Haare, blaue Augen, blond blaue Augen, haben Sie ein deutlich erhöhtes Risiko, Hautkrebs zu bekommen als 3 oder 4. Ich möchte das auch noch ein bisschen anders darstellen. Wir sprechen häufig vom sogenannten UV-Konto, was jeder von uns hat. Das ist ähnlich wie Ihr Bankkonto mit einem kleinen Unterschied, dass da niemals einer was mehr runterholen kann. Das heißt, wenn Sie auf Ihr UV-Konto einzahlen und sind Hauttyp 1 oder Hauttyp 2 und auch schon mit früher Kindheit, dann ist dieses UV-Konto, wenn Sie Hauttyp 1 sind, nach 20, 25 Jahren voll. Wenn Sie Hauttyp 4 sind, vielleicht nach 35 Jahren voll. Aber beide sind dann voll. Aber was ist nun mit dieser Erkrankung, die viel, viel häufiger ist, die eine Frühform des Plattepithelkarzinoms darstellt, die aktinische Keratose. Hier können Sie nicht die ganze Region operieren, ich meine, Sie können es natürlich auch, aber hier haben wir in den letzten Jahren immer mehr neue Therapieformen gefunden, wo wir nicht mehr zu schneiden brauchen. Das heißt, gelen oder cremen statt schneiden. Man kann also tatsächlich diese ganze Region behandeln über einige Wochen, ohne operativ tätig zu sein, es kommt zur Abheilung. Neue Entwicklungen heute haben das sogar so weit geführt, dass wir nicht mehr einige Wochen zu behandeln brauchen, nur noch 2 bis 3 Tage. Hier gibt es neue Medikamente auf dem Markt, wo man tatsächlich 2, 3 Tage diese Region behandelt und es dann zu einer Abheilung kommt. Ich denke, Professor Stockfried hat es deutlich gemacht, Hautkrebs ist ein wichtiges Gesundheitsproblem. Zweitens, die Krankheit muss behandelbar sein, auch das wurde dargestellt, sie ist sehr gut behandelbar. Also wir erkennen nicht einen Tumor, wenn es zu spät ist, sondern wir erkennen ihn, wenn wir ihn retten können. Drittens, es müssen Einrichtungen für Diagnose und Therapie vorhanden sein. Wir haben in Deutschland etwa 4000 Dermatologen, in England haben wir nur 500. Da ist es vielleicht eher ein Problem, aber bei uns ist es sicherlich kein Problem. Das ist alles vorhanden. Es muss erkennbare Vorstufen oder Frühstadien geben, auch das ist, glaube ich, deutlich geworden. Die Untersuchung sollte leicht durchführbar sein. Wir brauchen hier keine Röntgenuntersuchung, keine invasiven Methoden, wir müssen nur die Haut inspizieren. Das ist also relativ einfach durchführbar. Des Weiteren, diese Untersuchung muss von der Bevölkerung akzeptiert oder akzeptierbar sein. Das ist Hautkrebsuntersuchung auf alle Fälle nach meinen bisherigen Erfahrungen. Der Verlauf der Erkrankung von früh bis zum Spätstadium sollte verstanden sein. Wir wissen das, gerade bei den hellen Hautkrebs, bei aktinischen Keratosen ist die Erkrankung ein Kontinuum bis zum invasiven Plattepithelkarzinom. Es sollte Übereinstimmung bestehen, wer zu behandeln ist. Auch das ist endlich deutlich geworden. Jeder ist zu behandeln. Frühstufen sind bereits zu behandeln. Die Kosten des Screenings sollten ausgewogen sein. Ich denke, eine Hautkrebsvorsorgeuntersuchung gehört zu den preiswertesten Vorsorgeuntersuchungen und Screeninguntersuchungen, die wir haben. Und last but not least, es muss natürlich ein kontinuierlicher Prozess sein und nicht ein einmaliges Ereignis. Und das hat dazu geführt, dass seit 1.7.2008 Hautkrebs-Screening bei Versicherten ab dem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre als kostenlose Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehen ist. Welche Ärzte führen diese Screening-Untersuchungen durch? Es sind natürlich in erster Linie Dermatologen, aber auch Allgemeinmediziner, praktische Ärzte und andere gebietsfreie Ärzte.
In dem Moment, wo ein Verdacht auf einen Hautkrebs geäußert wird, ist dieser Patient dem Dermatologen vorzustellen, damit er die weitere Abklärung macht. Und Deutschland ist somit eigentlich das erste Land, in dem eben Hautkrebs-Screening als Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen angeboten wird. Wenn die Strahlen auf die Haut kommen, auf die Hornschicht, dann wird es gestreut, reflektiert, aber auch bereits absorbiert. Und auch hier hat die Haut vorgesorgt, dass bei Sonnenbestrahlung kommen zusätzlich Substanzen in die Haut, die werden mit dem Schweiß ausgeschieden, das ist die Urokaninsäure, die hat ein großes Potenzial, bereits Strahlen zu absorbieren. Zusätzlich kommt oder entsteht bei der Sonnenbestrahlung die sogenannte Lichtschwiele. Es kommt zu einer Verbindung und damit wird eben noch weiter Licht absorbiert. Die nächste strategische Hürde, die zu überwinden wäre, das wäre dann die tiefere Schichten der Epidermis. Auch hier hat die Haut vorgesorgt, es findet eine Pigmentierung statt, wir werden braun. Mit diesen Pigmenten werden die Strahlen absorbiert. Und wenn diese Hürde übergangen ist, dann kommt es möglicherweise zu einem Schaden, aber auch hier hat die Haut vorgesorgt und es gibt eine Reihe von Reparaturmechanismen. Also das ist die natürliche Schutzstrategie, die unsere Haut entwickelt hat und die auch zur Anwendung kommen bei normaler Sonnenbestrahlung. Schauen Sie, wie viele Photonen in der Haut unten sitzen. Und Sie sehen ganz klar auch, was alles passiert. Auf der linken Seite bahnt sich der Sonnenbrand an. Hochrangig publiziert wurde, wo erstmalig weltweit nachgewiesen wurde, dass Sonnenschutz richtig angewandt auch in der Lage ist, die Entstehung von schwarzem Hautkrebs, dem malignen Melanom, einem der absoluten Killer im Bereich der Hauttumoren, zu verzögern oder sogar zu vermeiden. Also Lichtschutzcreme reduziert auch das Auftreten maligner Melanome. Nun, das sind die sozusagen normalen, immunkompetenten Bevölkerungsgruppen. Jetzt haben wir natürlich auch besondere Risikogruppen. Leute, die zum Beispiel immunschwächende Medikamente regelmäßig anwenden müssen, wie die Leute, die eine Neurodermitis oder welche Allergien haben, die kriegen lokal, um Cortison zu sparen, andere immunschwächende Medikamente. Und wenn die trotzdem noch in die Sonne gehen, dann bekommen die auch Hautkrebs. Das ist eine Mitteilung aus dem Ärzteblatt, die jetzt wenige Wochen her ist und erstmalig zeigt, dass diese tropischen Calcinogene, wie sie heißen, Hautkrebs erzeugen können bei diesen Patienten, wenn man sie ohne Sonnenschutz anwendet. Und es gibt eine ganze Reihe von weiteren Hochrisikopatientengruppen in unserer Bevölkerung, die ein erhöhtes Hautkrebsrisiko haben. Zu nennen sind hier die organtransplantierten Patienten mit chronischen, entzündlichen Darmerkrankungen, rheumatologischen Erkrankungen, Zustand nach einem vorhergehenden Hauttumor oder anderen Hauttumorerkrankungen, natürlich auch HIV-Patienten. Und wenn man das ganz plakativ sagen möchte, ist auch der alte Patient, der alte Mensch, und wir haben eine alternde Bevölkerung, auch nicht mehr immunkompetent. In letzter Instanz kriegen diese Leute, also auch durch ihr nachlassende Immunüberwachung der Haut, mehr Hautkrebs. Zusammenfassend, und ich denke, da spreche ich auch für meine Mitreferenten und Kollegen, möchten wir nicht Angst machen vor Sonne, auch nicht zu viel Angst machen vor Hautkrebs. Man kann, Sie sehen uns hier, oder mich hier, mit meinem besten Freund und Kumpel, der allerdings wenig Sonnenschutzcreme braucht, weil er ein gutes Fell hat, im Dänemark-Urlaub. Man kann die Strände genießen, man kann ein unbeschwertes Leben führen. Nur, man sollte eben halt einen vernünftigen und zuverlässigen Sonnenschutz dabei haben. Und dann denken wir, und dafür haben wir mehr und mehr Daten, und jetzt mit dieser Studie abschließende Daten, man muss sich entsprechend schützen und dann ist man auf der sicheren Seite. Vielen Dank. Gut, dann möchte ich erstmal allen Podiumsteilnehmern danken für ihre Beiträge. Ich möchte ganz kurz nochmal zusammenfassen an diesem sonnigen Tag, über den wir uns alle freuen, dass wir positiv mit der Sonne umgehen. Tun Sie mir noch einen Gefallen, cremen Sie sich richtig ein. Jetzt wissen Sie ein bisschen, wie man das macht. Nehmen Sie die richtige Sonnenschutzcreme, tragen Sie eine gute Kleidung, auch Kopfbedeckung wäre nicht schlecht. Bleiben Sie zwischen 11 und 15 Uhr aus der Sonne, dann bekommen Sie 75% der Strahlen, der schädigten Strahlen gar nicht ab. Wenn Sie dann noch eine gute Sonnenbrille tragen und einmal im Jahr zum Dermatologen gehen, dann sind Sie auf der völlig sicheren Seite oder nutzen Sie doch einfach das Hautkrebs-Screening, was es bei uns frei hier in Deutschland gibt. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.